Ja, willkommen zurück, Freunde, zu Splatoon! Und wir spielen heute wieder mal den männlichen Inkling. Und zwar werden wir heute uns dem anpassen, was wir am letzten Samstag, nein, Sonntag war's, geleistet haben. Wir haben nämlich den Helden Klecksroll da freigeschaltet und mal schauen, was der so kann. Vorerst werden wir aber mal schauen, was für Schuhe es denn noch gibt. So, bei Schuhe gibt's keine neuen mit 3 Sternen. Dann werde ich auch keine weiteren kaufen. Und wie sieht's dann bei Kleidung aus? Da gibt's diesen Pullover mit der Verteidigung. An sich ist für den Roller Verteidigung ja gar nicht mal so schlecht. Ich glaube, ich nehme den, auch wenn der etwas rosa aussieht. Aber gut, rosa ist ja nicht gleich weiblich, ne? Ja, ich nehme den, weil Verteidigungspush habe ich noch nicht so wirklich. Ich glaube nicht mal als Fähigkeiten, die man freischalten kann. Also ein verteidigender Pullover ist dann gar nicht mal so schlecht. Und der Mitrisch ist ja auch drauf. Ja, das werden wir... So, dann Kopfbedeckung. Was haben wir denn da Schönes? Diese Gasmaske. Okay, was ist das für eine Fähigkeit? Bei zahlenmäßiger Unterlegenheit deines Teams fühlt sich die Spezialanzeige automatisch. Ja, das kommt jetzt drauf aus. Ich kaufe sie. Aber ich werde sie noch nicht anziehen. Das kommt jetzt erst darauf aus, was im Heldenset vertreten ist. So, und dann sind wir bei den Waffen. Ja, ich weiß, neue Stufe, Luna Blaster, das ist ein neues Update, das vor 2 Tagen kam. Und ja, ein sehr interessantes Pack, auch wenn es ein Blast ist, das liegt mir nicht so. Und dann haben wir den Elite 3K noch. Das ist eine Waffe, die man freischaltet, glaube ich, auf Level 18. Glaube ich aber jetzt, ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Die werden wir uns auch noch anschauen, aber vorerst kommt jetzt der... ja, genau, der Roller. Genau. Du weißt, Baby ist ja blablabla, Heldenroller Replik. Genau, die wollen wir. Ich bin auch schon ein Fan von dem Konzentrator her, dem Heldenkonzentrator. Also, die werde ich auch noch öfters zocken. Die ist ziemlich geil. Aber vorerst kommen wir jetzt zum Roller. Und der hat Interessantes. Diese Haftpunkte und die Heulbrühe. Ja gut, mit beiden kann ich nicht so viel umgehen, aber ich nehme den jetzt. Denn ja, dann sehen wir den auch mal und ich... An sich bin ich begeistert von diesem Roller. Ich finde den auch besser als der Medusa-Roller. Ja, ist ziemlich ausgeglichen. Ja, mal schauen, was das wird. So, Freunde, ich ziehe mich kurz um und dann sehen wir uns im Rangkampf wieder. Bis gleich. Ja, Freunde, nicht so gleich. Wir haben nämlich etwas vergessen. Ich bin ein bisschen vergesslich, ja. Denn wir haben ja bestimmte Kleidung freigeschaltet. Nämlich den Samurai, das Samurai-Outfit. Und genau das werden wir jetzt holen. Auch wenn die Stats jetzt nicht mehr so prickelnd sind. Aber, ja, die habe ich komplett vergessen. Haben wir auch Schuhe bekommen? Ja, die haben wir. Ich habe keine Ahnung, was die Fähigkeiten jetzt sind. Aber gut, ja. Das hatte ich vergessen zu erwähnen. Und jetzt gehen wir dann sofort in die Lobby, wo wir dann für den Standardkampf gerüstet sind. Bis gleich auf der Arena. So, Kofferfischlager. Eine richtig interessante Arena für den Roller. Und ja, ich denke, so schlecht werde ich mit dem Roller nicht sein, aber ja, ich bin halt nicht der Profi-Roller. So, das Samurai-Outfit sieht aber richtig geil aus. Und das verändert auch seine Farbe, je nach... ja, halt je nach Teamfarbe, die wir besitzen. Das sieht doch mal schön aus. So, die... Ich weiß jetzt nicht, wie krass die... ja, der Behälter, der Verbrauch der Waffe ist. Aber ich werde mal öfters untertauchen. Ich glaube, das ist beim Roller auch
viel notwendiger als bei manchen anderen Waffen. So, jemand ist hier oben, dann lasse ich den mal hier einfärben. Ja, und kaum eingefärbt schon. Oh, verdammt. Warte, warte, warte. Jetzt werden wir den Gräulich hier anschmieren. Haben wir ihn erwischt? Nö. Er wusste das schon, aber jemand hat uns seinen Schutzschild gegeben. Stirb. Ja. Der ist ja erst down, aber ja, gut. Damit ist unsere KD wieder gleichgestellt. Für die es nicht wissen, Kills und Deaths. Und ja. Wie gesagt, erwartet euch nicht zu viel von meinen Rollerfähigkeiten. Ich bin kein Rollerspieler und ich werde es auch nie sein. Ich bin einfach nicht gut darin. Und wenn dann diese MG-Typen kommen, das ist dann eine richtige Herausforderung. Ah, okay, ich flüchte. Hat keinen Sinn. Oh, jetzt haben wir ihn doch noch gekriegt. Das freut mich natürlich. Da hinten ist wieder jemand. So, stimmt euch weg. Kriegen wir sie? Nein. Ich glaube, die wissen das bereits und... Ja. Wenigstens haben wir ihn mit in den Tod genommen. Farblich sieht es an sich unentschieden aus. Deshalb werde ich mal schauen, wo gibt es denn noch keine Farbe. Denn ja, mit dem Roller... Es ist zwar nur ein Gerücht, dass man mit dem Roller eher defensiv hinten alles einfärbeln soll, was vergessen worden ist. Aber ja, ich werde mich daran jetzt mal halten, weil ich kein so guter Rollerspieler bin. Aber eigentlich kann man mit dem Roller so gut in den Sturm ziehen, wie auch mit den normalen Blaster oder Kleckser. Also da gibt es keine Nachteile und den könnten wir erwischen. Oh, wunderbar. Guter Wurf von mir. Ja, er hat natürlich es gesehen und nicht darauf reagiert. Dann passiert natürlich das ungewollte Böse. So, ja, ich setze jetzt mal hier eine Heulboje hin, nur um den Spieler ein bisschen zu behindern. Wir hier etwas freie Fahrt haben. So, ziemlich schnell bewegt sich dieser Roller aber. Also, der Medusa-Roller ist viel schwieriger. Und wir sind dumm. Jetzt sieht es auf einmal nicht mehr so cool aus. Tatsächlich. Die haben jetzt irgendwie noch aufgeholt, oder? Ja, ich denke schon, ja. Ja, gut. Ich weiß auch nicht richtig, wie man die Heulboje einsetzen sollte. Ja, vielleicht wird es im nächsten Spiel besser. So, Stats hier, ja, gut. Stufe erreichen wir wahrscheinlich in diesem Part nicht. So, bis gleich. Seit gestern ist es wieder soweit. Der verdammte Amiibo-Wahnsinn hat wieder begonnen. Und ich bin auch kurz ins Geschäft gegangen. Und was traf ich dort an? Eine Riesenschlange von Leuten, die alle Wolljoshis reserviert hatten. Das heißt, ich bin leer ausgegangen. Ich weiß, dass es bereits Leute gibt, die Wolljoshis besitzen. Und ja, ich darf jetzt Freitag und Donnerstag den Tag über die Geschäfte durchbummeln, um rauszufinden, wo ich denn Yoshis bekomme. Ich fahre auch noch gleich jetzt nach diesem Part in ja, ins Geschäft und ja, ich erhoffe mir, dass ich mindestens einen Yoshi reservieren kann, aber ja, die Chancen sind so klein. Das Phänomen dieser Amiibo-Figuren ist einfach so krass. Und wow, diesen Pinsel haben wir mal gut erwischt. So, ich werde hier jetzt hochgehen. Ah, geht nicht, geht nicht. Ups. Und da ist schon wieder so eine kleine Kakerlake. So, Heulboje hier. So, ich drücke immer den falschen Knopf, ich Idiot. So, die Heulboje ist natürlich interessant für lange Strecken. Kann man dann gut einfärben. Ohne gestört zu werden. Das werde ich mal eher versuchen, als dieses Treff den Gegner mit der Heulboje. Ich glaube, das ist auch nicht so schlau von mir. Und wieso kommen Leute in unser Gebiet? Es sieht zwar, wir sind zwar vorne, das merkt man auch an der Größe unserer Tintenfische. Aber trotzdem, es sieht auf der Karte auch nicht mehr so... Oh, Schutzschild. Ja, wunderbar getroffen. Das war gut, das war gut. Aber so schlecht bin ich gar nicht mit dem Roller. Ich habe ja auch den verdammten Endboss
mit dem Scheißding besiegt. Ah, wer es nicht gesehen hat, kann es noch nachholen auf YouTube. Gib mir nur ein paar Tage, ich werde jeden Tag so einen Part der Livestreams hochladen und wir sind erst bei Part 3 von 13. Juni und ja, wenn man nicht aufpasst, dann wird man überrollt. Das kenne ich nur zu gut. Das ist wirklich ärgerlich. Aber gut, er war der Pinsel, er wäre eigentlich schneller und jetzt werde ich diese Taktik mal einsetzen. Wo gibt's eine längere Bahn? Ja, dort so einsetzen und dann durchrollen. Gut, hier sind jetzt meine Freunde, aber ja, dann habe ich die auch ein bisschen geschützt und es sieht an sich ganz gut aus. Punktemäßig habe ich noch relativ wenig, obwohl ich den Roller fahre. Aber gut, das kann sich noch ändern. Okay, ich gehe jetzt zurück, weil... Oh, der kommt... Ah, verdammt, der zwar zu langsam. Okay. Aber ja, dieser Heldenroller gefällt mir. Wenn ich einen Roller nochmal spiele, dann wird das der hier sein. Außer die, die ich euch natürlich präsentieren werde. Ja, aber privat und später, wenn wir alles durchhaben. Ja, dann würde ich natürlich... Wenn ich den Roller benutze, den benutzen. Und übrigens, ihr könnt mir immer Bescheid sagen, wenn ihr eine Waffe sehen wollt, dann ziehe ich die vor. Das ist kein Problem. Allerdings haben wir diesmal gerockt. Wunderbar, ich bin zwar der Schlechteste, aber ich habe sehr viele Kills und wurde nur einmal gekillt. Ja, ziemlich gut. Okay. So, Freunde, dann geht's in den letzten Standardkampf und ja... Dann schauen wir mal, wie der ausgeht. Und die Tümmlerkuppel. Ich weiß jetzt nicht, ob Sniper dabei sind. Wir haben keinen im Team. Und die da auch nicht. Aber den Nintendo Zapper, der meiner Meinung nach auch Potenzial hat. Wenn man damit umgehen kann, ist der ziemlich böse. Ich freue mich natürlich auf den Part, wenn wir den Luna Blaster austesten. Ich weiß nicht, ob das der nächste sein soll. Ich denke aber schon. Ich muss nur mal überlegen, haben wir den Feind Disperser schon mal dran genommen? Was hatten wir denn bereits? Ich weiß es jetzt nicht mehr genau. Aber ja, der Feind Disperser, wenn der noch nicht dran war, dann würde ich den in den nächsten Part packen. Ich werde allgemein jetzt die DLC-Waffen vorziehen. Allerdings, ja. Wenn ihr das Gerücht oder den Leak, ich weiß nicht, ob es echt wirklich stimmt und ob es wirklich geplant ist, aber wenn ihr diesem Gerücht Vertrauen schenken wollt, es gibt da einen Leak über 33 verschiedene Waffen, die noch nicht im Spiel erhältlich sind, die man rechnet damit, dass das DLC-Material wird, also so wie die Feind Luna Blaster und Feind Disperser und Nintendo Zapper halt. Und ja, wenn das so ist, dann haben wir noch sehr viele Waffen vor uns und ja, sehr viel Test. So, das geht mir jetzt ein bisschen auf die Nerven, dass der mich dort voll bespritzt und ja. Okay, das war Fail von ihm. Hat der die Heulboje wohl unterschätzt oder wie? Hat mich zuerst hier hinterhältig abgemurkst und dann selbst es nicht geschafft. So, der sieht uns nicht, der springt aber. Der ist irgendwie sehr gut im Springen. Das ist einer von uns. So, ich werde natürlich die grüne Farbe hier alles wegwischen, damit die keinen Vorteil bekommen. So, hier, dort, so. Dann hier und wir werden, uns wird ein Gegner angezeigt. Die Zeit wird schon langsam knapp. Ich gehe jetzt mal hier hoch, nur um zu schauen, wie die Lage hier ist. So. Nehmen wir alles ein. Ah, der Pinsel. Er hat uns nicht gesehen und ich weiß zwar auch nicht, wo der gerade jetzt dort ist. Ja! Ah, Mann, ein scheiß Leck. Hat uns beide wieder getötet. Das ist das Einzige, was ich am Online-Modus von Splatoon ein bisschen bemängle. Und nein, ihr werdet hier nicht unsere Base einnehmen, obwohl da ist ein Gegner. Ja. Nein, keine Tinte mehr. Scheiße. Wo ist der? Versteckt sich doch dort.
So, noch schnell Heulboje hier. Ah. Hat nicht mehr gereicht, aber es sieht wieder ziemlich gut aus. Nein, sieht's an sich gar nicht. Ah, knapp, knapp. Ja. Da war wohl das Eck oben rechts, nein, oben links ziemlich ausreichend. Wir sind auch nicht auf viele Punkte gekommen, aber gut. So, wir kriegen einen Effekt für den Rangkampf, wunderbar. Schnell schwimmen, okay. Können wir gut flüchten. Dann sehen wir uns gleich in der Rangkampf-Arena wieder. So, hier ist übrigens das Blauflossen-Depot. Das hatten wir, glaube ich, noch nicht im Online-Modus. Und ja, das wollte ich ja schon im letzten Part zeigen. Aber ja, ihr wisst es ja, manchmal spielt hier einfach meine Capture Card verrückt. Und ja, das geht mir manchmal auf den Geist. Aber ich weiß jetzt, was das Problem ist. Und vielleicht habe ich es gelöst. Ich kann halt nicht so viele Parts hintereinander aufnehmen. Ich muss dann immer wieder den PC runterfahren und dann wieder neu starten, um Überlastungen zu vermeiden. An sich ist das kein Problem an freien Tagen, aber es ist halt blöd, wenn ich am Wochenende nicht genug produziert bekomme. Ja, aber wenn ich jeden Tag die Parts von Tag drauf man die benutzen die Medusa-Roller. Ja, es kann auch gut sein, dass die meisten dieser Amiibo-Missionen überhaupt nicht gestartet haben, weil sie die Amiibos überhaupt nicht haben oder halt weil es ihnen zu monoton wurde. Und an sich finde ich es auch ziemlich langweilig, aber so im Stream macht es mir an sich Spaß, weil ja, ich finde es nicht so schlimm, wenn ich es aufnehme, als wenn ich es jetzt privat nur für mich zocken würde. So, machen wir hier mal wieder Unruhe. Die Heulboje geht ja unendlich weit, ne? Ja. Werden die Kills der Heulboje irgendwie nicht angezeigt, oder was ist da los? Da ist ein Gegner? Nein, ein weiterer Roller von uns. So, Haftbombe hier hin. Und hoch da. Oh, hallo. Wow. Geil gekillt. Richtig krass. Oh ja, und wir haben Hilfe bekommen. Wunderbar. So, sie sind natürlich hier im Vorteil, denn sie sind etwas höher gelegen. Dort, wo sie spawnen. Und ich bin wieder ein Idiot. Wir sind nicht im... Autsch. Aber es sieht ganz gut aus für uns. Ich bin ins falsche Gebiet gerannt. Ich dumm Kopf. Aber das ist nicht immer so schlecht, die Gegner zu überraschen, indem man andere Route einschlägt. Ist manchmal sogar besser, denn der Gegner rechnet ja nicht damit. Und wenn das Team einigermaßen richtig zusammenarbeitet, dann hat man da ziemlich große Vorteile. So, Heulboje, ich schwimme natürlich genau rein. Mann. Aber solange unser Counter runterläuft, haben wir keine Probleme damit. Das gegnerische Team ist irgendwie nicht so gut. Aber gut, ja, vielleicht sind da ja auch gerade irgendwelche Leute, die neue Waffen testen. Und ja, so ist es bei uns ja auch. Also wenn wir Dummheiten kommen lassen, dann liegt es daran, dass hier eine Waffe, die wir nicht so häufig bisher benutzt haben, ja, benutzen halt. Austesten. So, die Gegner kommen wieder und es ist vorbei. Ja, trotz Patzer von mir, kein Problem. Oh, und oh mein Gott, haben wir viele Roller. Wir haben sie überrollt. Ja, ich weiß, ich bin einfach zu gut in Witze rissen. So, und dann kommen wir zum letzten Kampf für heute.
Ich werde übrigens zu dem Thema mit den Amiibos im welcher Part ist das? Im 21. Part von Mario Kart 8 nochmal genauer über dieses Thema eingehen, mit dieser ganzen Geschichte von Pre-Releases und so, was ich davon halte, und ja, vielleicht könnten wir ja ein bisschen darüber diskutieren, so falsche Richtung. Aber noch eine Frage zu hier, können diese Zonen auch mal die Seite wechseln, also dass es von der anderen Seite, dass diese Zone gegenüber liegt? Kann das passieren? Oder ist das ein festgeschriebener Platz? Denn manchmal habe ich das Gefühl, dass die Zonen im was war es, in Aruvala Center manchmal an anderen Stellen stehen. Weil ich kann nicht beurteilen, ob es wirklich stimmt. So, die Gegner haben unser Gebiet erobert. Oh, jetzt haben wir ihn schön abgedrängt. Das war ein guter Kill. So, wir sind hier sicher. Das heißt, wir können versuchen, das Gebiet von hier aus zu erobern. Wir haben noch einen Sniper, das ist gut. So, hier. Ja, da spawnt jetzt gleich einer. Voll in die... Autsch. Voll in die Heulboje rein. Und die sind vor uns, das ist natürlich nicht so gut. Wie können wir das verhindern? So, Haftbombe. Ja, sie haben natürlich auch viele Roller. Auch dieser gute Rollerspieler ist dabei. So, wir haben ziemlich viele Heulbojen, wie es aussieht. Und unser... Roller hier, der Helden-Roller, ist tatsächlich ein ziemlich guter Killer. Das ist ziemlich gut. Das freut mich an dem Roller, denn man muss einmal so mit dem Roller schwingen und dann kann man schon einen Gegner töten. Das ist ziemlich geil und wow. Das war ein verdammt guter Zug von ihnen. Wir haben die Herrscher erhalten, aber... Ja, sie sind noch ziemlich im... Hintergrund. Sie liegen noch zurück. Wenn wir jetzt einigermaßen schlau hantieren, dann können wir das wieder umdrehen. Oh, Roller. Ja gut, ich hätte es mir schon fast denken können. Mal schauen. Um zu springen, gibt es keine wirkliche Alternative. Wir sind etwas zurückgedrängt worden. So, ich nehme jetzt mal diesen Weg. Weil... Hier sind doch sicher diese Nervensäge. Nein, die sind hier unten. So, stirb. So, hier so etwas diagonal. Wie ging das denn jetzt? Jetzt bin ich hier ins Wasser gefallen. Mein Gott. So, der hier ist zwar ein Typ, der das ganz gut macht, aber solange der Counterruf läuft, runterläuft, würde ich nicht ins gegnerische Gebiet eindringen, sondern hier die Gegner umbringen. Ah, und sie haben gewonnen, ne? Jupp, da kann man halt nichts machen. Dann gehen wir heute mit einer Niederlage aus dem Part raus. Ja, Freunde, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich würde mich natürlich wieder über einen Like freuen. Und ja, wenn ihr mehr von Splatoon sehen wollt, dann könnt ihr ruhig ein Abo da lassen, damit ihr kein Video mehr verpasst. Ich... hoffe, dass das hier euch ganz zusagt und ein netter Kommentar. Was haltet ihr von dem Heldenroller? Das wäre ganz nett. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal bei Splatoon!